und willkommen zum dritten Teil meines Let's Plays. Damit wir nicht zu viel Langeweile aufkommen lassen, also erstmal natürlich hier toll Texture Pack und so. Ich habe es noch hingekriegt und ich habe auch die Aufnahme jetzt noch hingekriegt, das finde ich schon mal super. Ist natürlich noch nicht perfekt, aber ich dachte mir, ehe wir jetzt hier elendig lange Folgen nur am Haus rumbauen, werden wir einfach mal ein bisschen was machen. Und zwar werde ich mir heute jetzt hier ein paar Fackeln basteln. Ich habe ja zum Glück noch ein bisschen Kohle hergestellt gehabt, wenn wir denn noch genug Holz haben. Okay. Dann lassen wir jetzt einfach den Kram hier. Da haben wir noch ein bisschen Holz, das ist sehr schön. Bauen wir uns noch eine Spitzhacke. Vielleicht zwei. Wunderbar. Und vielleicht noch ein Schwertchen. Das brauchen wir erstmal nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das auch nicht, ein bisschen Futter haben wir auch dabei. Ja, ich dachte mir, ehe wir jetzt hier die ganze Zeit nur am Basteln sind und ich habe auch ganz tolle Ideen und auch schon ein bisschen was ausgetüftelt fürs Haus, aber dafür brauche ich Ressourcen. Chuck. Erstmal ein paar Stickies. Und da ein paar Fackeln. Ah, 32, okay, für den Anfang soll das erstmal ausreichen. Dann... Vielleicht finden wir ja gleich ein bisschen Kohle. Ein Steinschwert. Und... Zwei. Sehr schön. So, Schaufel. Die Pike benutzen wir noch. Wir wollen es ja hier nicht alles verschwenden. Haben wir noch eine Holzschaufel? Nee, haben wir nicht mehr. Sehr gut. Dann kannst du losgehen. Lass uns eine Höhle suchen. Ich versuche mich diesmal auch auf 15 Minuten zu beschränken. Ich verspreche nichts, aber wir können es zumindest versuchen. Vielleicht unterwegs noch ein bisschen Holz mitnehmen. Haben wir die Axt mitgenommen? Ja, klar. So, wenigstens, wenn wir noch ein paar Fackeln brauchen, unterwegs ein paar bauen können. Wunderbar. Hier gibt es ja auch gar nicht genug Holz. Irgendwann habe ich den gesamten Wald abgeholzt. Ich sehe das schon. Muss es doch bestimmt... ich wusste es. Nee, doch nicht. Mann, es muss doch hier einen Höhleneingang geben. Ich will jetzt nicht buddeln. Ich sehe schon. Irgendwelche blöden, fiesen Monster werden mich gleich erschrecken und ich werde nach hinten überkippen. So. Ich glaube, der Sound von Minecraft ist ein bisschen leise heute. Ja. Definitiv. Entgegen meiner Einstellung. Ich habe nämlich ein bisschen mit dem Texture Pack rumexperimentieren müssen in meiner Testwelt. Und darum muss ich auch mit den Einstellungen ein bisschen was ändern. Ich habe für zu Hause... ich habe keinen Wegpunkt gesetzt, aber ist egal. Finden wir auch so wieder. Wir haben auch noch gar kein Gummi, fällt mir gerade mal so auf. Naja, kommt alles noch. Erstmal Höhle. Ein bisschen Prioritäten setzen. Kann ja nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit nur am Rumgammeln bin. Es gibt keine Höhlen. Hier auch nicht, okay. Ja, warum auch? Die Map war so schön. Warum sollte es da eine Höhle geben? Muss ja nicht alles drauf sein, ne? Holz. Wir müssen uns den Spaß nachher mal angucken, ob es von den Frames überhaupt ausreicht mit dem Texture Pack. Ich bin da ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch. Nämlich, dass wir uns nachher durch die Gegend ruckeln, das muss ja auch nicht sein, zwingend. Aber eigentlich gefällt es mir. Vielleicht noch ein, zwei kleine Veränderungen. Ich habe auch Industrial Craft und Build Craft und so mit reingenommen. Red Power ist übrigens das Swags Pack. Pure BD. Also Comic Pack. Finde ich eigentlich ganz schick. Okay. Gehen wir zurück. Und buddeln eine Runde. Jetzt hier auch nicht Ewigkeit mit. Wer bist du denn? Nee, oder? Du bist ja auch ein Scherzkeks. Na, komm her. Ja,
Feuer. Komm, steh in Flammen. Hey, hey. Ich hätte ja ehrlich gesagt eher damit gerechnet, dass uns ein fetter Elemental Creeper hier im Weg rumsteht. Irgend so ein ganz fieses Ding. So, ab am Strand lang. Wir können ja hier einfach zu dem Mineneingang gehen und da ein bisschen tiefer buddeln. Wissen wir wenigstens, wo wir sind. Gut. Also wieder total super geplant. Erstmal die ersten Minuten nur am Rumlaufen. Also sonst, egal auf welcher Map ich bin, ich falle immer in irgendwelche Löcher. Aber hier sind echt nur so eine Wassergruben. Na dann, ab nach unten. Ja, und gleich mal hier ein Fackelchen setzen, in unserem Pseudogang. Und die Holzspitzhacke vernichten. Ach, ich hasse Holzwerkzeuge. Oh, ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Also wie gesagt, das mit dem Texture Pack und dem Aufzeichnen ist jetzt ein Test. Wenn es mir zu sehr ruckelt oder mich zu sehr nervt, werde ich es wieder rausnehmen. Aber ihr könnt auch gerne dazu schreiben, ob euch das gefällt, ob ihr es mögt. Wenn nicht, muss ich halt noch ein bisschen mehr Speicher reinhauen. 16 GB sind ja noch nicht so viel. Nee, keine Ahnung, wo da die Anforderungsgrenzen liegen. Ich glaube auch nicht, dass es mein CPU ist. Kohle, Kohle. Oh nee, ich will ja nicht schon wieder mit Gronkh verglichen werden. Oh, ich höre eine Höhle. Und weg ist er. Na, endlich auf Stein. Ein bisschen Eisen wäre natürlich echt was Schönes. Irgendwann drehe ich mich um und werde mich so tierisch erschrecken. Ihr habt da richtig was zu lachen. Ich sehe das schon. Ich sehe es kommen. So. Ich würde sagen, nach dem Geräusch zu urteilen, werden wir wohl bald auf eine Höhle stoßen. Ich will's hoffen. So, und damit ihr nicht im Dunkeln sitzt, es wäre Licht. Ha. Ich sollte mir... Ach, verdammt, das war... Oh, oh, oh. Eine Höhle. Mit Wasser. Ohne Monster. Ach, das freut mich. Das freut mich aus dem Grund, da wir schon Monster gesehen haben, habe ich definitiv nicht vergessen, sie einzuschalten. Das heißt, hier sind wirklich keine. So, ein bisschen Eisen. Ach, das ist toll. Total viel. So, ein bisschen Kupfer. Ist immer gut, kann man immer nehmen. Für unser erstes Kabel. Am Anfang werde ich eh noch eine ganze Menge mitnehmen müssen. Boah, baut ja nicht direkt über seinem Kopf ab. Nicht wahr? Da fällt einem bestimmt irgendwann mal was auf den Kopf drauf. So. Ja, das war's wohl auch schon. Aber nicht so wild. Wir haben ein bisschen Cobblestone eingesammelt. Dann warte ich mal kurz hier hin. Und bauen uns hier einen schönen Gang. Klack. So, aufpassen, dass wir nicht ersticken. Ah. Wasser zu bauen ist echt nicht spaßig. Nein! Verdammt! Oh, das war's schon. Gut, egal. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ein bisschen mehr ausheben.
noch mehr Kupfer. Das ist toll. Na, keine Monster von oben. So, dann hier. Klack. Okay. Fackel wäre ganz toll. Sieht man trotzdem nicht mehr. Egal. So. Worüber können wir uns denn noch unterhalten? Momentan nicht wirklich viel. Ach, Erz abbauen ist irgendwie so. Okay. Weniger reden, mehr konzentrieren. Aber gut, ich muss ja eher abbauen. Ich muss ja hier unten ans Kupfer ran. Von daher ist es nicht ganz so wild. Kommt alle her. So, draußen ist inzwischen dunkel, wunderbar, oder auch nicht. Aber dadurch sind in den Höhlen ja weniger Monster. Effektiv, weniger. Sollten zumindest sein. Okay, und ich baue natürlich die falsche Seite zu. Held! Ich hoffe, ich habe hier nicht gleich einen Wassereinbruch. Aber eigentlich müssten wir jetzt auch weit genug weg sein, dass die Monster uns nicht mehr spüren können. Boah! Schock, ey! Wie böse guckst du denn bitte? Meine Güte! Siehst aus wie ein... Nicht, dass es einer von den fiesen Creepern ist, die sich anschleichen. Es soll ja wohl einen geben, der seine Gestalt wechseln kann. Meine Güte! Boah, ich hasse Monster. Echt, ohne Witz, ich hasse Monster. Ja, ja, ist bestimmt total lustig, wenn man sich erschreckt. Lass mich in Ruhe. Toll. Halber Herzinfarkt hier. Klasse. Meine Güte. Ich werde echt wegen dem Spiel noch früher sterben. Ich sehe das. Und wir treffen natürlich erstmal vorerst auf keine weitere Höhle. Warum auch? Wir können uns schön nach unten buddeln. Aber ist noch ein gutes Stück. Also sieht momentan eher so aus, als wenn wir nicht allzu viel Eisen... finden. Na, vielleicht wenigstens für den Anfang. Für ein paar Eisenwerkzeuge sollte es ja wenigstens ausreichen. Und der Mond zieht vorbei. Ach, wie schön. Die Musik ist auch irgendwie gerade gar nicht so ein bisschen fordernd. Da ist er weg, die erste. Und wir gehen an die zweite. Und wir sind ja tatsächlich schon wieder fast bei 15 Minuten angekommen. Ja, ja, Zeit vergeht. Gerade wenn ich doof durch die Gegend renne, um eine Höhle zu suchen, die ich nicht finde. Klasse. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich werde die Folge dann hier in der Höhle beenden und vielleicht gleich noch eine zweite fertigstellen für morgen. Aber erstmal werde ich die hier rendern, damit ihr auch noch was zu sehen bekommt. Nicht, dass ich noch Ärger bekomme mit euch. Ich finde es übrigens echt toll, dass es ein bisschen Resonanz gibt. Wirklich, das freut mich. Da bin ich wirklich glücklich drüber. So, jetzt gucke ich mal kurz, wie viel Zeit wir schon verballert haben. Minütchen können wir noch. Dann mache ich erstmal Schluss für heute. Klack. Ich hoffe, ich gucke mir das nicht gleich an und sehe dann, dass die Frames so beschissen sind, dass ich das die Aufnahme nochmal neu machen muss. Wie soll ich denn das alles zurücksetzen? Oh mein Gott, die ganzen Sachen löschen. Sag mal, du willst mich ärgern, oder? Oh, verdammt. Scheiße. Oh nein. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Habt ihr den auch gesehen? Oh shit. Oh shit, komm her. Komm her. Nicht explodieren. Puh, ich weiß nicht, was das für einer war. Dank dem Texture Pack kann ich das nicht mehr genau sagen. Aber die können echt übel sein, die Viecher. Okay, genug für heute. Dann verabschiede ich mich jetzt aus den Tiefen der Erde. Und freue mich aufs nächste Mal. Viel Spaß. Ciao, ciao.